Lieber das Roland, das sind Bilder, die sich auch erfahrenen Ermittlern dargeboten haben, die nur schwer zu verkraften sind. Besonders brutal ist hier auch der Täter vorgegangen. Vielleicht könntest du kurz für uns noch einmal die Fälle zusammenfassen. Ja, wenn man sich das ganze Revue passieren lässt, dann sind die Wiener Polizisten da in einen amerikanischen Horrorfilm hineingekommen, also in eine richtige auch Serienmördergeschichte, wobei der Täter vermutlich am Anfang einer Serie gestanden ist und es vermutlich oder es ist zu befürchten, dass es noch mehr Morde gegeben hätte, wenn man ihn nicht rechtzeitig gestoppt hätte. Mhm. Also Faktum ist, wir haben zuerst den einen Mord gehabt an dem pensionierten Apotheker im 22. Bezirk, der Ex-Kammerchef von der Apothekerkammer, der um Mitternacht nach Hause gegangen ist, der mit Freunden Silvester gefeiert hat und der leider seine eigene Ahnung für sich gut abgesichertes Haus die Tür nur zugeschlagen hat in der Silvesternacht. Und der verdächtige Pole ist ein sogenannter Rüttler. Das heißt, er geht einfach die Siedlungen entlang und schaut, wo geht die Tür auf, mit ein bisschen Gewalt, und ist leider da eingedrungen und hat dann den Mann, den 74-Jährigen, wirklich, also man kann es nicht beschreiben, die Beine waren zusammengebunden, er hat sich währenddessen betrunken, der Täter, also was heißt betrunken, das heißt, er hat den Kühlschrank leer getrunken und hat sich in einen Zustand vermutlich begeben und hat dabei sein Opfer wirklich zu Tode gequält. Und das muss man eigentlich nicht näher darauf eingehen, es ist einfach ein schrecklicher Tod gewesen. Und dann ist er, und dann hat er sich... Dass es nicht um einen Einbruch gegangen ist, haben die Polizisten jetzt auch gesagt, weil der Tatort vollkommen chaotisch war. Also es ist alles durcheinander, es hat nichts gefehlt. Er hat eine Tasche schon sich hergerichtet gehabt mit Diebsgut, die hat er dann aber vergessen im Garten stehen und ist eigentlich nur mit den Schuhen des Opfers und einer Geldbörse hat er das weiter gesucht. Die Schuhe hat er sich behalten, was er damit gemacht hat, weiß ich jetzt nicht, und die Geldtasche hat er später weggeworfen. Das war die erste Tat. Und die zweite dann jetzt am vergangenen Wochenende, im 21. Bezirk hat einer 31-jährigen Wienerin, einer jungen Frau, einer glücklichen Mutter von zwei Kindern, 4 und 5 Jahre, 2 Mädchen. Und der Mann war Skifahren am Wochenende. Und auch da dürfte er irgendwie was rütteln in das Haus hineingekommen sein. Und auf die Familie losgegangen sein. Auch da wollen wir nicht so sehr ins Detail gehen. Die Kinder dürften sich versteckt haben und leider es mitbekommen haben, was passiert ist, hat sich auch stundenlang betrunken im Haus aufgeführt, mit dem Messer zugestochen, also bis dann das Opfer verstorben ist. Auch diesem Opfer hat er die Schuhe entwendet, mhm. Habe ich das richtig gelesen? Ja, auch da hat er den Kühlschrank leer getrunken und dann ist er mit den Schuhen des Opfers davon, was auch immer, er ein Fetisch, eine Trophäe, was auch immer er damit wollte, ist jetzt nicht ganz klar. Soweit einmal die Zusammenfassung zu diesen Fällen. Mhm. Allerdings dieser 50-jährige polnische Staatsangehörige, er ist ja bereits polizeibekannt, auch in Österreich. Das heißt, er wurde schon einige Male auch gemeldet. Was sind denn die Delikte, die ihm bis jetzt nachgewiesen wurden? Naja, er hat es leider geschafft, immer wieder abzutauchen. Also ein U-Boot, der vor jeder Polizeiverfolgung ist er wieder abgetaucht. Es gab sogar eine Abschiebeanordnung von... Am heurigen Sommer, man hätte ihn an und für sich nach Polen abschieben können, aber da steigt ein Zug und fährt zurück. Also das ist das EU, also das ist auch nicht so einfach. Einbrüche, also in einen Lebensmittelhandel, also sich was zum Essen geholt, oder auch da die ganzen Alkoholiker gestohlen. Dann beginnt eben der Charakter vollkommen zu kippen in Richtung eben Serientäter ist es dann, und auch in jedem amerikanischen Film ist so, ein Serientäter entwickelt sich am Ende so. Zuerst malträtiert er seinen Hund mit einer Dornenhalskette, dann schlägt er seine Freundin, mit der er auf der Straße lebt, sie ist auch obdachlos, einfach halb tot, bis dass sie auf die Polizei rennt, und er taucht wieder unter. Ich habe schon Zeugen gehört, die ihn in der Straßenbahn getroffen haben, wo er grundlos mit Leid zum Streiten und zum Schlägern angefangen hat. Also alles wird dieses kleine, schmächtige, glatzköpfige Männchen, das unglaubliche Wut und unglaublich, oder Wut, keine Ahnung, was er hat, also einfach ein vollkommen derangierter Charakter, wo nichts mehr stimmt, und der halt einfach plötzlich die Lust zum Töten bekommen hatte.
Die Festnahme, die hat relativ schnell stattgefunden, muss man sagen. Allerdings Zufall bzw. mit Hilfe von Reportern, Gott sei Dank auch einem von uns, ist er dann eigentlich am Montagabend geschnappt worden. Mhm. Wobei unser Mitarbeiter, also mit dem ich jetzt schon seit Jahren arbeite, den Yasin Sahin, der türkische Staatsbürger, der sehr viel für mich macht, auch in der Community sehr gut vernetzt ist, auch ein wirklich ein super Reporter. Den habe ich am Montag am Abend noch einmal hingeschickt und habe zu ihm gesagt, er soll sich umhorchen, was dort los ist. Und da waren die anderen Journalistenteams schon weg. Der OF war noch dort, der hat auch Hinweise geliefert, weil die haben ihn auch vorher schon gesehen. Ja. Aber der Täter ist zum Tatort zurückgekommen und der Yasin ist im Auto gesessen, hat mir Fotos geschickt, so nächtliche spooky Aufnahmen und sieht plötzlich aus dem Augenwinkel eine Gestalt in das Nachbarhaus hirschen. Also das ist ein Nachbarhaus vom Mordhaus. Ja. Und von dem er aber schon gewusst hat, da wohnt niemand. Ja. Und als dann die Polizei vorbeigekommen ist und ihn gefragt hat, was er da macht, unseren Reporter, und er hat gesagt, er ist ein Reporter von der Zeitung und so. Mhm. Aber ich habe gerade was Komisches gesehen, da hinten ist ein Mann rein, ne? Also ja. das gibt es aber nicht. Und dann sind sie mit den Polizisten sofort dorthin, da war er dann nicht mehr da, und dann sind sie zurück auf die Straße, ist ihnen, wie gesagt, mit einer Flasche in der Hand, ja, wankend, irgendwie vermutlich polnisch vor sich hin schimpfend, ein Betrunkener entgegengekommen, und der Yasin hat nur gemeint, das war aber schon der gerade im Garten war. Ja. Und so haben sie ihn dann festgenommen, also mitgenommen. Zu dem Zeitpunkt wusste unser Mitarbeiter auch nicht, dass das der Killer ist, sondern möglich, vielleicht auch nicht. Und so konnte er mal festgenommen werden, und dann hat man schon gesehen, mit dem passt was nicht. Ja. Und dann gab es den ersten DNA-Treffer, nämlich dass er den Apotheker getötet hat. Da gibt es eindeutige Spuren, wo auch seine DNA am Tatort ist. Und auch der Tatort eigentlich genauso chaotisch ist wie in der Stammersdorfer Straße bei der jungen Familie. Also kann man davon ausgehen, dass er da, ja, auch wenn er bis jetzt kein einziges Wort sagt, dass er der Täter gewesen sein muss. Im Grunde auch ein Beitrag von Yasin Shahin, dass es überhaupt nicht mehr zu weiteren Morden gekommen ist. Und besonders schön, es gibt auch Anerkennung aus der türkischen Botschaft. Wir haben hier auch ein Foto für Sie vorbereitet. Und Sie sehen hier unseren lieben Kollegen, der sehr aufmerksam war und auch seine Eindrücke direkt an die ermittelnden Behörden weitergegeben hat. So konnte jener 50-jährige polnische Staatsbürger auch sehr schnell gefasst werden. Leider nicht schnell genug, denn immerhin mindestens 2 Morde in Österreich gehen auf dessen Kappe. Ja, wir sind sehr, sehr stolz, einen solch großartigen Kollegen zu haben, der auch mit so großer Aufmerksamkeit hier am Tatort, am Ort des Geschehens war. Und wir freuen uns sehr, dass das auch von dem türkischen Staat anerkannt wird und hier eben geladen in der türkischen Botschaft. Es hat sich auch die Polizeispitze bedankt uns und gesagt, dass es eine gute Zusammenarbeit ist mit den Journalisten, dass da die Tipps gekommen sind. Wie gesagt, ich unterschlage es nicht. Haben auch Mitarbeiter vor dem OF, haben ihn auch schon vorher gesehen. Aber das, was ich jetzt erzählt habe, so ist er tatsächlich am Schluss ins Netz gegangen. Und jetzt, ja, es ist auch unsere Aufgabe von Journalisten, nicht einfach nur dort zu stehen, zu warten, dass was passiert, sondern auch aufmerksam zu sein. Und wenn man was Wichtiges sieht, es auch sofort zu melden. Ja, das ist schon wichtig. Bei dem, was wir jetzt wissen oder haben an Informationen, muss eigentlich davon ausgegangen werden, dass, wenn die Polizei ihn nicht gefasst hätte, es noch zu weiteren Morden gekommen wäre. Also dass sich eigentlich jeder, Kriminalpsychologe bis hin zu den ermittelten Beamten und jeder, der eine Fernsehserie anschaut, kann sich sicher sein, der war am Beginn, der hätte nicht aufgehört. Die Schritte eines Serien Killers, so wie er in den Filmen genannt wird, ist immer dasselbe. Tiere quälen, das habe ich vergessen, auch ein Zündeln, das heißt, er hat auch in Wien ein Haus angezündet, Prügel, und dann wird die Gewalt immer vehementer, und dann kommt der erste Mord. Ja? Und da hören sie nicht auf. Die machen so weit, bis sie gefasst werden. Also das ist eine Sache, jetzt hätte es sicher noch mehr Opfer gegeben. Ja. Jetzt sind die Ermittlungen noch auf Hochtouren. Das heißt, es werden jetzt seine DNA wird jetzt noch mit auch in anderen europäischen Ländern mit diversen Straftaten verglichen. Muss man davon ausgehen, wir kennen schon Berichte aus Deutschland, dass da sehr wohl es auch schon eine lange Strafakte gibt. Also in Deutschland gibt es eine Strafakte, die umfasst jetzt 23 gröbere Delikte von Raub, Einbruch und
und dergleichen. Mordermittlungen gab es noch keine. Ich bin mir auch nicht sicher, ob da schon, wenn der sich jetzt entwickelt hat, dass schon vorher was gewesen ist. Würde mich vielleicht auch ein bisschen überraschen, aber es kann sein, dass jetzt auch noch weitere Taten im Ausland als auch bei uns geklärt werden. Weil es sind auch in Wien noch einige Fälle offen, die also konkret 3 Fälle sind noch offen, die ich jetzt so anführen möchte, die grundsätzlich nicht auszuschließen sind, dass ein so ein Mensch wie er die gemacht haben könnte. Da hätte man eben den Schulwart, der voriges Jahr im Simmering auf eine bis jetzt vollkommen mysteriöse Weise erstochen wurde in der Früh in seinem Putzkammer, wie er am Montag von Burgenland nach Wien gekommen ist, um seinen Dienst anzutreten. Vielleicht hat da ein Obdachloser, weil er ist auf der Obdachlosenszene, dort übernachtet und ist auch eingebrochen und er wurde überrascht. Also das ist, da läuft die DNA-Untersuchung und dann gibt es noch den Mord in der Bandgasse im 7. Bezirk an einer älteren Dame, wo bis jetzt vollkommen unklar ist, was da passiert ist, die Tür aufgemacht hat und wo die Hölle über sich hereingebrochen ist. Dann gibt es noch einen ähnlichen Fall im 2. Bezirk von einer 90-jährigen Dame, wo auch so eine vollkommen eskalierte Home Invasion, die sich keiner erklären kann, passiert ist. Also das sind noch 3 Fälle, die werden auch abgeklärt. Weiß ich nicht, ob es auch dann damit zusammenhängt, ob sie ihm angelastet werden können. Für die Hinterbliebenen wäre es sicher gut zu wissen, wenn ein aufgeklärter Mord ist. Also das werden wir sehen, die DNA-Auswertungen, das geht nicht innerhalb von Stunden. Das dauert schon ein paar Tage. Ja. Okay, wir haben jetzt gerade schon, auch du hast gerade angesprochen, den Fall in Bezug auf den Schulwart, der getötet wurde, auch auf sehr grausame Weise. Hier war immer wieder auch davon die Rede, dass es könnte auch eine Dame darin verwickelt sein, Jetzt ist es aber, habe ich auch schon darüber nachgedacht, weil da sind ja mehrere Spuren, sind da sichergestellt worden. Ja. Also von mehreren Personen, von 2 und auch eine rosa Perle, die zu einer Frau führen könnte. Aber wie gesagt, die Freundin, er hatte auch eine Freundin gehabt. Mhm. Also ist nicht ausgeschlossen, dass er auch mit einer Frau unterwegs war, dass die mit ihm dort übernachtet hat. Die muss er damit nichts zu tun haben, ja, aber und das mitbekommen hat, dass wie er den Tool war. Aber das sind jetzt nur Spekulationen. Aber ausgeschlossen ist es nicht, dass es könnte. Er kann ja auch mit anderen unterwegs gewesen sein. Eine letzte Frage habe ich noch an dich. Gibt es jetzt schon von Verhören Neuigkeiten, die Polizei bekannt geben kann? Ich habe mich gestern versucht zu erkundigen und bekam von der Polizei, also von der Staatsanwaltschaft, dieselbe Aussage. Der Herr hat bis jetzt keinen einzigen verständigen Satz von sich gegeben. Wirkt nach wie vor, wenn er voll besoffen wäre. Er hat in den Verhören keinen einzigen Satz gesprochen. Er ist ganz im Gegenteil eher ausgezuckt, randaliert. Es musste sogar die Wega geholt werden. Es war nicht nahe. Die haben mehrere Wega-Beamte überwältigen müssen, bis er sich beruhigt hat. Jetzt ist er in der Justiz. Vorgestern am Nachmittag ist er rübergestellt worden. Das heißt, es wird jetzt die BU-Haft beantragt werden. Wie er sich da aufführt, das kann ich jetzt dabei nur mutmaßen. Ich habe gehört, dass er sich auch nicht sonderlich dafür interessiert, anwaltlich vertreten zu werden. Also er ist oder macht auch verrückt. Es bleiben also noch viele Fragen offen. Ja, sehr viele. Vielen lieben Dank, Roland, für deine Zeit und deine Expertise.